Hey, ihr Plüschagenten, ich muss mit euch reden. Was willst du? Gibt es Neuigkeiten, ihr Filzkugeln? Keine neuen Daten. Schade. Hallo, Blechkopf. Hallo, Simon. Könntest du die Stimme des Geisterpraktikanten für mich nachahmen? Du willst also meine geradezu legendäre Stimme in Anspruch nehmen? Hey, das ist klasse. Aber das wird nicht billig. Oh nein, gar nicht billig. Warum wusste ich bloß, dass das jetzt kommt? Und was wird es kosten? Mir ist eine Expedition in die Welt umzogen gekommen. Und lass mich raten, du willst mit. Ich will mit. Grandiose Zauberer wissen, was ihre Kunden wünschen. Nun, dann soll es halt so sein. Sprich doch bitte mal folgenden Text. Hey Dude, ich bin es wieder, deine Lieblingsstimme. Yo Mann, was gibt's? Komm, lass uns von hier weggehen, hier gefällt es uns doch gar nicht. Mann, Stimme, stör mich nicht. Ich möchte hier nicht weg. Spürst du nicht den Zorn in uns? Er will raus! Zorn? Spüre ich Zorn? Nein, ich doch nicht. Ich bin friedlich. Oder doch nicht? Du Dorino, sieh, der Bettvorhang hat sich bewegt. Oh nein, da bewegt sich etwas. Ich kann es sehen. Da kommt etwas, um dich zu holen. Es will dein Freund sein, für immer. Es kommt, Mann! Es kommt auf mich zu! Was soll ich nur tun? Was? Lauf, du, lauf! Nein! Geh weg von mir! Geh weg! Ich pack da mal für die Reise. Es gibt Schlimmeres. Hey, Captain, da bin ich wieder. Ach, je. Moment, ich bin doch noch gar nicht fertig geschminkt. Dein Ex-Praktikant ist geflüchtet. Es kann losgehen. Das ist ja großartig. Du bist der großartigste Praktikant aller Zeiten. Was hätte ich nur ohne dich getan? Ich bin mir sicher, du hättest die nächsten Jahre spielend mit Schminken verbracht. Der Ex-Praktikant ist erledigt. Also können wir uns nun darum kümmern, das Schiff weltraumtauglich zu machen. Das ist schon eine etwas anspruchsvollere Praktikantenaufgabe, aber ich habe viel Vertrauen in dich, Simon. Ich werde mich derweilen für unseren geplanten Ausflug etwas zurechtmachen. Nimm das Korsett. Mit ein bisschen Glück bleibt dir dabei die Luft weg. Ich gehe jetzt. Bis später. Ah, Simon, der Zauberer. Was kann ich für dich tun? Ich habe gute Nachrichten. Dieser Captain vom anderen Ufer stellt uns sein Schiff zur Verfügung. Na großartig, dann kann's ja losgehen. Ich habe hier auch schon ordentlich was gelötet.
Allerdings kann ich für die paar Kröten keinen geeigneten Treibstoff bestellen. Kohlen hätte ich zwar noch vorrätig, aber die geben einfach nicht genug Schubkraft. Ich brauche etwas mit höherem Energiepotenzial. Hier, Landratte, geh und miss damit die Energie von allem, was du finden kannst. Ich brauche ein Material, das mindestens einen Energiewert von 100 aufweisen kann. Perfekt. 100. Das ist sie. Die optimale Energiequelle. Nur, wie bekomme ich die jetzt ins Labor? Hey, Knautschsack! Ich brauche einige eurer Heizpilze für unser Raumschiff, sonst haben wir nicht genügend Energie. Was? Was willst du? Er will unsere Heizpilze. Das kannst du nicht zulassen. Nun, unsere Heizpilze kannst du natürlich nicht bekommen. Wir würden dann hier erfrieren. Das willst du doch sicher nicht. Ich brauche die Heizpilze für den Raumschiffantrieb. Für unsere Freiheit müssen wir alle Opfer bringen. Warum dann nicht auch ihr? Recht hast du, junger Zauberer. Opfer müssen gebracht werden. Aber unsere Heizpilze bekommst du nur, wenn du uns einen geeigneten Ersatz beschaffst. Also okay, das ist der Deal. Ich besorge euch also einen Heizersatz und ihr liefert dafür die Heizpilze direkt in den Erfinderschuppen. Alles klar, der Handel gilt, du kannst weiterschlafen. Tada! Hier sind sie, die ersten mechanischen Heizpilze von Talpaville. Möge ihre Lebensdauer unendlich sein. Wenn ihr nun bitte, wie es versprochen habt, eure Lieferung zum Erfinder schicken könntet? Was? Was ist? Die Heizpilzlieferung ist da. Und guck mal, wie die vor Hitze strahlen. Also mir gefällt's. Ah, das hast du gut gemacht, junger Zauberer. Damit ist unser Handel gültig. Möge dein Flug so geruhsam wie unser Lebensabend sein. Ich gehe dann jetzt. Ah, Simon, der Zauberer. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein Material gefunden, das einen Energiewert von 100 hat. Potzblitz. Sehr gut. Her damit. Die Maulwürfe werden dir das Zeug gleich herbringen. Sehr gut. Mit Hilfe des Kohleofens können wir ein hochenergetisches Gas aus dem Material gewinnen. Lass mich nur machen, Jungchen. Lass mich nur machen. Ich bin gerade mit dem Umbau fertig geworden. Lass uns rausgehen, dann zeige ich dir alles. Ein Weilchen später. Wir haben uns hier versammelt, um ein historisches Ereignis zu feiern. Das Logbuch. Sternzeit 25.412. Logbuch des Kapitäns. Dies wird die erste Reise der Black Pier in den Weltraum und ich, Captain Narrow, bin bereit und voller Tatendrang, diesen ersten Schritt zu gehen. Wenn du hier noch länger herumschwafelst, musst du das Winter-Make-up auftragen. Also los, komm endlich! Ach Gottchen, du bist ja so ein Spielverderber. Also gut, brechen wir auf. Für Feier des Tages hier lecker Suppe! Das riecht nach Meer, Salz und Abenteuer.
Genau das Richtige für diesen großen Moment. Ja, nimm einen kräftigen Schluck. Die Suppe vom Sumpfling ist wirklich empfehlenswert. Nein, Vorsicht! Sumpfsuppe sei diesmal großartig gelungen, nicht wahr? Etwas herb im Abgang. Sei in Sumpfsuppe nicht genug scharf gewürzt? Oh nein, ist der Captain tot? Nicht direkt, aber er sieht so aus, als würde er sich das wünschen. Ich glaube nicht, dass wir den so schnell wieder fit kriegen. Die Pampe muss diesmal besonders giftig gewesen sein. Sumpfling, was fällt dir ein? Jetzt fehlt uns ein Mannschaftsmitglied. Wir können das Schiff nicht mehr steuern. Die Zauberwelt ist verloren. Wegen dir. Ich habe doch nur Bestes gewollt für Crew.